Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien. Eine Sache ist mir nochmal aufgefallen nach der letzten Folge. Ich habe hier die Verteilung dieser neu gebauten Truppen ein bisschen falsch gemacht. Ich wollte eigentlich nicht die Infanterie ausdrücklich nicht hier in die wallonische Armee schicken, sondern hier rüber. Das habe ich jetzt nochmal verändert. Jetzt ist es richtig. Also ich will die ungefähr so ein bisschen anpassen an die Ausstattung dieser beiden großen Armeen, die wir haben. Das ist das Ziel des Ganzen, wobei ich, glaube ich, einfach halt halber erstmal noch gar nicht die Verteilung mache, sondern sie alle hier in der Hauptstadt lasse und dann irgendwann mal gesondert verteile. Es ist ja doch ein bisschen fummelig, je mehr man da hat. Gut, wir haben das letzte Mal irgendwie alles eingestellt. Wir können den Zug beenden. Wir kaufen ein. Schaut mal, wir können nur eine Sache einkaufen. Wahrscheinlich, weil wir komplett alles verkauft haben. Oh ja, 30, 24. Oh mein Gott, jetzt haben wir Geld verdient. Jetzt haben wir Geld verdient. Unfassbar. 131.000 ist jetzt bei uns auf dem Konto. Sehr schön. Ich sage schon Schluss, weil hier die Anschlussnachricht kommt. Also man kann es dann einfach nochmal probieren. Katai hat sich jetzt gebeugt. Fortschritt ist ein Muss für Katai, sagt der König von Katai und ist nun Teil unseres Imperiums. Hervorragend. Es geht also munter weiter. Gucken wir uns das kurz nochmal an. Wir sehen hier sehr schön. Was ich immer noch nicht so richtig weiß, es hat mir mal jemand gesagt, leider habe ich das nicht ganz, ich glaube, ich habe es ein bisschen vergessen oder in den Kommentaren geschrieben. Das Blöde ist jetzt, die sind zwar Teil unseres Imperiums, aber dennoch sind ja hier die Ländereien aufgekauft von anderen Mächten. Und neulich meinte, glaube ich, jemand zu mir, man kann das irgendwie zurückkaufen. Wir versuchen das mal einfach. Wir schicken mal unseren Investor jetzt mal nach Katai und gucken mal, ob der da irgendwas tun kann. Beim nächsten Mal, vielleicht können wir das zurückkaufen. Das wäre natürlich genial. Das wäre richtig gut. So, wo erforschen wir weiter? Hier in dem Gebiet will ich nicht. Hier, oh ja, das wäre direkt an der Bahnlinie. Das ist gut. Wir wollten jetzt, glaube ich, hier rüber. Genau, das machen wir. Und du bist da angekommen. Ich denke, wir bauen direkt in der Stadt den Bahnhof. Das ist auch in Ordnung. So, hier ist jetzt die Kohle erweitert worden. Wo können wir was machen? Hier können wir was machen, ist aber nicht in der Nähe eines Bahnhofs. Ist also nicht so optimal. Hier unten ist auch noch nicht angeschlossen. Müsste man nachholen. Hier oben auch nicht angeschlossen. Gibt es irgendwas, was angeschlossen ist? Hier, das ist auch jenseits von Gut und Böse. Hier auch. Es sieht so aus, als müssten wir dann eigens Bahnhöfe bauen, um das abzubauen. Na egal, wir bauen die Minen dann einfach mal. Gut, das sind jetzt die Neubauten, die lassen wir jetzt gemäß unserer neuen Doktrin direkt dort vor Ort. Ebenso, ach, Katai, ja, die lassen wir auch als kleine Verteidigungseinheit so aus traditionellen Gründen, wollen wir nicht deren Armee gleich abziehen. Die bleibt dann auch mit vor Ort und das ist neu gebaut worden, kann auch dort bleiben. Gut, dann geht's jetzt los, oder? Wartet mal, dann lasst uns auf jeden Fall mal die Investitionen, neue Investitionen hier durchführen in Sinlu. Und vielleicht erhöhe ich sogar die Investitionen in Wodan, weil die gelb sind. Beziehungsweise gleich auch in Sinlu. Wir können uns das doch locker leisten. Und ins Feld auch. Komm, wir hauen jetzt richtig raus. Wir hauen jetzt richtig was raus. Beziehungsweise, ja, nee, Wohnland, nee, das ist alles gut. Okay, dann weiter in der Produktion. Wir gehen wieder auf 10 hier. Das geht auch, sehr gut. Wir holen uns zwei neue. Wir eine Infanterie und eine, was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Eine schwere Infanterie würde ich auch gerne mal für die wallonische Armee haben. Das ist gut. Hier können wir dann einmal ausbilden und alles ist bestens. Okay, Bretter, Bauholz ist da, das heißt, wir können hier weiter produzieren. Kohle hatten wir auch genug, das ist in Ordnung. Was jetzt ein bisschen Mangelware ist, ist Holz. Aber noch läuft die Produktion. Gut, Bretter haben wir jetzt 4 über, das lassen wir mal. Das geht jetzt auch langsam runter, aber da werden wir jetzt wieder das kompensieren können mit den gewonnenen Transportkapazitäten. Aber ich glaube, ich gehe dann erstmal auch bei Eisen mit hoch. Mit den 19. Und dann werden wir Wolle machen. Ziel ist natürlich, möglichst alles zu transportieren. Obwohl, vielleicht sollten wir auch Holz verstärkt. Obwohl, wir haben ja auch nur 8 auf Lager.
Na gut. Also wir wollen natürlich alles nach Hause transportieren und dementsprechend unsere Produktivität immer anpassen. Das ist Sinn der Sache. Ja. Wir haben hier keine großen Überbestände. Also das ist schon in Ordnung. Gut. Gebaut haben wir, transportiert haben wir. Jetzt kommt der Handel. 15, 23, 11. Unsere Transportkapazität steigt jetzt auch. Jedes Mal, das gefällt mir ganz gut. Kohle kaufen wir immer noch ein. Es ist auch in Ordnung. Dann können wir den Zug beenden. 21 haben wir nach den Verkäufen noch. 11 für Holz. 4 für Kohle, 4 für Kohle. Na, ist egal. Gut, gut verkauft, gut Geld verdient, hervorragend, 139.000. Sehr schön. So kann es weitergehen. Dann lasst uns nochmal hier erforschen. Auch hier haben wir einen Bahnhof. So, aber die Investition, die Information stimmte nicht, oder? Ich habe es falsch verstanden. Wir können mit dem Investor hier nicht kaufen. Also was von einem Fremden gekauft wurde, können wir nicht zurückkaufen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen schade. Jetzt können wir ein bisschen umgucken. Ich meinte, was wir machen könnten, wir könnten jetzt diese Holzgebiete kaufen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber Leute, wir haben die Kohle. Warum sollten wir es nicht tun, ne? Hier könnten wir übrigens auch noch ausbauen. Muss ich auch noch dran denken. Also, wir fangen jetzt mal an, in den Holzhandel hier einzusteigen. Wobei, auch das darf ich nicht vergessen, wir dürfen ja schon überall kaufen, wo wir eine Botschaft haben, auch in den anderen Ländern. Deshalb gucke ich jetzt hier nochmal, ob sich woanders vielleicht was lohnt. Wir waren ja jetzt hier auch aktiv geworden. Warte mal, können wir auch schon kaufen? Ja, hier könnten wir auch schon kaufen. Aber das ist, also hier waren wir echt, das ist leider ein Missverständnis, was ich hatte bei der Spielmechanik. Ich hatte irgendwie gedacht, man kann erst kaufen, wenn sie Teil des Imperiums sind. Deswegen habe ich mich hier nicht besonders engagiert. Das ist ein bisschen schade. Ich gucke mal jetzt noch die anderen Sachen durch. Hier könnten wir auch schon kaufen. Aber ich würde jetzt hier wirklich nur einsteigen bei Ressourcen, die wir natürlich dann auch erstmal erforschen müssen. Also bleiben wir dabei, wir werden jetzt hier die Wälder aufkaufen. So, 2400 ist doch ein Trinkgeld für uns. So, rüber, ihr bleibt hier, ihr bleibt da. Das ist alles gut. Hatten wir jetzt alles schon eingestellt? Oh Gott, mein Gedächtnis, Leute. Nee, hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Wir sind ja in einer neuen Runde. Alles klar. Ja, das geht hier teilweise so schnell. Gut, dann das Übliche erstmal. Zwei. Und hier eine Infanterie. Und hier brauche ich noch eine schwere Infanterie. Und ausbilden. Okay, wie ist. Ne, wir machen hier weiter. Mit unseren 10. Wie ist hier der Stand der Dinge? Wir sammeln langsam Kohle ordentlich. Aber noch nicht im gleichen Maße Eisen. Insofern würde ich jetzt noch nicht ausbauen wollen. So, hier sind wir aber auf Maximum. Holz haben wir auch nicht ohne Ende. Das brauchen wir auch weiter für die Schiffe. Ja, 43. Ja, okay. Gut, mehr gibt es, glaube ich, hier nicht zu tun. Nee. Ich meinte das Einzige, aber das sind. Ja, nee. Lassen wir es. So, jetzt kommt Holz. Holz und Eisen. Wir ziehen mal das Eisen hoch und jetzt das Holz. Und mit den nächsten, da werden wir ordentlich erstmal beim Holz weitermachen. Und beim Handel, glaube ich, können wir jetzt ein bisschen von der Kohle absehen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Überangebot bei uns selbst. Das ist okay. Der Verkauf stimmt auch. Mal gucken, wie sich's entwickelt. So, Zug beenden. Holz kriegen wir ein bisschen Eisen, Eisen, Eisen. Das war's. Aber alles verkauft, dementsprechend die Profite enorm. 157.000. Hervorragend. Oh, und wir können in Technologie investieren. Mal gucken, was da möglich ist. Neue Erfindung Waldstahl. Das ist ja hochinteressant. Industrielle bewiesen gestern auf einem Übungsgewässer der Marine, dass es möglich ist, Eisenplatten an Schiffen zu befestigen. Der Behauptung, man könne nun gepanzerte Schiffe konstruieren, steht die Marine skeptisch gegenüber.
Admiral Henpeck bemerkte, dass Eisen für sein enormes Gewicht bekannt sei und speziell ein mit Kanonen bestücktes Schiff leicht sinken könne. Ein anderer Offizier sagte dem Autor dieses Berichts unverblümt, dass Eisen sinkt und Holz an der Oberfläche bleibt. Genau, das ist doch Quatsch. Und was haben wir hier? Samuel Colt hat eine Pistole mit einer Trommel erfunden, die sich nach Abgeben des Schusses dreht und dadurch die Feuerkammer automatisch neu lädt. Der ehemalige Seefahrer und Dozent für Chemie will die Pistole nach sich selbst benennen. Die mit 6 Patronen ladbare Samuel 45 dürfte nach einer kurzen Testzeit im Handel erhältlich sein. Herr Colt zeigte uns die neue Waffe und äußerte in seiner heimischen Zunge: Go ahead, make my day. Sehr schön. So, das ist aber jetzt interessant. Walzstahl. Walzstahl. Wir werden aber hier noch was nachholen. Den stehlenden Flug einfach so aus Prestigegründen. Wurde ich schon mehrfach ermahnt von euch. Wie komme ich hier zurück? Hier. Gucken wir uns nochmal den Walzstahl an. Obwohl die Vorteile von gepanzerten Schiffen im frühen 19. Jahrhundert erkannt wurden, so verhinderten konservative Denkweise, Instabilität früher Konstruktionen und andere technische Schwierigkeiten die Konstruktion hochseetauglicher, eisenbeschlagener Schiffe bis fast 1860. Dann baute Frankreich La Gloire, England antwortete mit der Warrior. Dieser Dreimaster wurde im Kampf von einer Schiffsschraube angetrieben und war mit modernen Kanonen aus... aus gezogenem Gussstahl ausgerüstet. Das Skelett des Schiffes war aus Eisen, der Rumpf war aus eisenbeschlagenem Holz konstruiert. Im amerikanischen Bürgerkrieg wurden die Vorteile der eisenbeschlagenen Schiffe ersichtlich, als die CSS Virginia, vormals die USS Merrimack, eine Flotte kleinerer Dampffregatten dezimierte und nur durch das Erscheinen eines anderen eisenbeschlagenen Schiffes, der USS Monitor, daran gehindert wurde, alle Fregatten zu versenken. Eisenbeschlagene Schiffe können in der Schiffswerft hergestellt werden. Obwohl sie weniger Kanonen als ein Linienschiff haben, können sie Linienschiffe aufgrund ihrer Panzerung in einer Seeschlacht besiegen. Hervorragend. Gut, das kaufen wir. 12.000 investieren wir. Haben wir das? So muss es sein. Genau. Dann bin ich mal gespannt. Dann müssen wir wahrscheinlich sehr stark investieren in den Aufbau einer neuen Flotte und vermutlich auch in der Industrie ordentlich was umbauen. Mal gucken. Ich kenne jetzt die Produktionsnotwendigkeiten noch nicht, deswegen kann ich jetzt noch nicht umjustieren. So, wir schauen uns mal weiter um. Wo können wir denn noch suchen? Das sind immer wieder dieselben Sachen, die er mir anbietet. Ah ja, lasst uns mal hier recherchieren. Wir kaufen hier weiter das Land auf, weil wir nicht wissen, wohin mit unserem Geld. Okay. Du warst hier fleißig. Dann gehen wir weiter. Und hier unten hin, auch wenn das noch gar nicht angeschlossen wurde. Du bleibst hier, du bleibst auch hier. Und jetzt wird's interessant. So, wir machen weiter mit unseren 10er Transportkapazität. Wir machen hier weiter. Na. Mit den üblichen 2. Wir machen hier weiter. Nein, das darf ich doch mal. Erst das hier. So, wir machen nochmal eine Infanterie. Und jetzt. Jetzt kommt noch eine leichte Infanterie dazu. Und hier eine Ausbildung. So ist es richtig. Okay, wie sind jetzt die Kapazitäten? Wir haben ganz gut Bretter. Damit werden wir jetzt mal kein Kaperschiff mehr bauen, sondern nur ein Clipper. Vielleicht sogar 2 Clipper. Also Kapazität müssen wir wirklich sukzessive erweitern. Das läuft alles ganz gut. Ich bin fast am Überlegen, ob es notwendig ist, hier das mal zu erhöhen. Dazu brauchen wir jeweils 8. Ich glaube, wir sollten das mal investieren. Wir gehen mal hier runter. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir hier die 8 haben. Und genauso hier. 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, hier wird ausgebaut. Sehr schön, das Stahlwerk. Wunderbar. Die Arbeitskräfte haben wir. Jetzt wird da, glaube ich, gar nicht gearbeitet. Insofern ist das nächste Mal vielleicht ein bisschen... Sieht es ein bisschen doof aus, aber danach. Danach geht es voran. So, wir haben wieder 10 mehr. Hier sind wir jetzt auf Maximum, das ist gut. Als nächstes gucken wir mal, gehen wir mit dem Holz hoch. Und dann die Wolle. Okay.
Wie sieht's hier aus? Hier sind wir auf Maximum. Kaufen wir noch Eisen ein? Ja, jetzt wo wir das Stahlwerk ausgebaut haben, ist das vielleicht gut. Kohle im Moment nicht. Bei 78 sind wir. Kapazität, das scheint mir auch ganz gut. Gibt es hier Neuigkeiten? Wir gucken mal auf die Beziehung. Ja. Aber hier kommen wir noch nicht in den grünen Bereich. Gut. Zug beenden. So, 40 haben wir noch frei. Wir kaufen Holz, 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 Eisen, Eisen, Eisen. Und haben schön verkauft und immer noch einen guten Gewinn gemacht. Alles gut. So, der stählerne Flug ist erfunden worden und sicher noch irgendwas. Genau. Waldstahl. Hervorragend. Die Schiffswerft kann jetzt Stahlarbeiten durchführen. Das ist die Neuigkeit. Zwei Clipper und unsere Einheiten. So, jetzt gehen wir mal gleich zur Schiffswerft, gucken aber vorher uns noch was anderes an. Nämlich das hier. Dann kaufst du weiter ein. Und du baust hier hin. So, mit dir sind wir jetzt durch. Hopat Kong, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind hier. Okay. Jetzt gucke ich gerade mal, was ist eigentlich diese Stadt? Es scheint mir hier noch nicht angeschlossen zu sein. Seekaukus. Das sollten wir nachholen, indem wir einfach hier. Wir könnten, glaube ich, sogar hier einen Hafen bauen. Aber warum bauen wir keinen Bahnhof? Das ist das Einfachste. Lass uns da einen Bahnhof bauen. So, hier bauen wir weiter aus. Hier gucken mal, wo sind die nächsten Holzgebiete? Hier ist kein Bahnhof in der Nähe. Da auch nicht. Hier. Hier kann es weitergehen. So, ihr bleibt hier. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, schaut euch das mal an. Die Werft hat sich aber gravierend verändert. So, was können wir jetzt bauen? Wir können jetzt neu sind, glaube ich, die Schaufelraddampfer. Oder? Ne, das konnten wir, glaube ich, vorher, ne? Ich weiß gar nicht. Diese dampfgetriebenen Schiffe sind schneller als frühere. Ne, 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 das konnten wir vorher. Das ist das Einzige, was neu ist. Das gepanzerte Schiff. Frühe eisenbeschlagene Schiffe verfügen über weniger Kanonen. Okay, das heißt, ich denke, wir werden jetzt mal komplett umsteigen und hier massiv investieren. Jetzt haben wir auch, wir können jetzt einiges bauen, weil dadurch durch den Ausbau der einen Fabrik ist jetzt hier viel liegen geblieben an Ressourcen. Deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt, sind wir mal richtig verschwenderisch und bauen gleich drei von den gepanzerten Schiffen. Ein bisschen müssen wir natürlich auch auf den Unterhalt achten, aber ich denke, das geht noch. So, jetzt haben wir da ein bisschen was vorgezogen. So, jetzt fehlt uns natürlich jetzt hier es an Eisen, aber wir können ja jetzt mehr machen hier. Hier gehen wir komplett auf 40 hoch. So, aber erstmal nicht den Standard vergessen. Hier zwei rekrutieren. Hier nochmal die Infanterie und wir werden hier eine leichte. Kann ich mir nicht leisten. Aha. Jetzt hätte ich vorher einmal. Man muss immer einen in Reserve haben, sehe ich gerade. Dann werden wir diesmal nur eine Infanterie bauen. Vielleicht einmal drei Leute holen, um das mal in. Ja, so ist gut. Das irgendwie hinzukriegen. So, wie sind die Kapazitäten? Okay, das haben wir jetzt so ein bisschen 40. Das heißt, wir brauchen pro Runde 40 Kohle und 40 Eisen. Wie viel transportieren wir eigentlich? 48, 48. Oh. Das ist ja wirklich locker. Ach so, wir brauchen aber auch Kohle, ganz vergessen, für diese neuen Schiffe, ne? 10. Also brauchen wir 50 Kohle, wenn wir eins bauen wollen. Gut, das kommt so ungefähr hin, würde ich mal sagen. Da können wir mit zufrieden sein. Stahl ist nach wie vor Mangelware. Aber das wird sich ergeben. Und ich werde trotzdem noch einen Clipper bauen. Holz ist jetzt ganz gut dabei.
könnte man fast überlegen, ob man hier direkt auch nochmal einen Ausbau plant. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Bretter können wir ein bisschen hochziehen. Wobei eigentlich eine Bretterreserve ist ganz gut zu haben, gerade für diese teuren Ausbauten. Lassen wir das also mal. Das ist auch okay. Gut. Hier unsere 10 Waffen, die brauchen wir. Da kann man jetzt nichts drehen. Okay, dann gehen wir nochmal zum Transport. Hier sind wieder 10 weitere dazugekommen. Wir gehen hier wieder auf Holz, würde ich mal sagen. Lager, es wird jetzt langsam weniger. Also das nächste Mal müssen wir dann Wolle hier steigern. Da haben wir jetzt unsere Bestände langsam aber sicher abgebaut. Gut. Und dann gucken wir nochmal auf das, was wir verkaufen können. 53, ich glaube. Na, wir kaufen mal 34. Brauchen wir jetzt eigentlich Holz? Brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen im Moment nichts mehr einkaufen. Ich weiß, jetzt kommen die Freunde dessen, dass man einkaufen sollte, auch wenn man es nicht braucht, um die Beziehung zu verbessern. Aber dazu habe ich ja schon mehrfach was geäußert. Wir gucken kurz hier nochmal die Beziehung an. Und wir sehen Hurschen. Hurschen ist soweit, dass wir hier durchstarten können. Mit einem Angebot. Einem imperialen Angebot. Jo Leute, es geht voran. Herbst 47. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.